Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Left 4 Dead mit mir, Suicide Cat. Das letzte Mal waren wir auf dem dunklen Karneval. Also das war ja was, vor allem mit der Achterbahn. Aber wir sind am Ende auf dem Insert der Midnight Riders entkommen und sind nun mit einem Heli unterwegs. Und nun geht's weiter. Wir spielen natürlich wieder als Rochelle. Schauen wir mal, was unsere Überlebenden heute so erleben werden. Sumpffieber, der Tod bringt die Heilung. Weißt du was? Nie wieder Hubschrauber. Das sage ich jetzt einfach mal so. Was meinst du? Scheiße, da verwandelt sich auf einmal der Pilot. Da fliegt er uns so schön in Sicherheit und im nächsten Moment, naja, da hat er wohl versucht, uns zu fressen. Wieso habt ihr den nicht abgeknallt? Ja, ihr habt schon mitbekommen, unser Pilot. Der hat sich wohl plötzlich in einen Zombie verwandelt. Der war wohl doch infiziert. Dabei sollte er uns doch eigentlich retten. Und dann wurde er zu einem gemeinen Zombie. So wie der da. Greif mir ein Glas Kotze. Vorsicht, Kotzgeschoss. Ja, da kommt die Zombie-Meute. Aber keine Chance gegen uns mit unserer fetten Shotgun. Geh weg von mir, lass mich in Frieden. Und nun denn sind wir hier in diesen Sümpfen. In den Häusern sind bestimmt Vorräte. Und müssen schauen, dass wir uns hier durchschlagen können. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Hunter! Ich sehe einen Hunter, aber mich wird er diesmal nicht schnappen. Lade nach. Guter Schuss. Haha, Ducky Coach. Chucky. Ah, wie ihr seht, die Zombies gehen immer zielstrebig auf mich. Lade nach. Nicht auf die anderen, auf mich. Lade nach. Und hier hätten wir eine Uzi liegen. Scheinbar sind alle zum Dorf. Tiefer ins Sumpfgebiet. Super. Die Fähre kommt. Aufpassen. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass wir nicht von den ganzen Zombies, die von dem Generator angelockt werden, gefressen werden. Oh, das sind ja einige. Wir mal kurz schauen, da vorne lag doch vorher noch Boomer Kotze, habe ich gesehen. Greif mir einen Kotztopf. Genau, Boomer Kotze, wunderbar. Oh oh. Die Meute kommt. Und wir werden die Leute dahin locken, wo ich sie haben will. Chucky. Und ein Hunter.
Und die Fähre ist auch schon da. Schnell auf die Fähre, bevor der Hunter kommt. Na los! Ich lade! Haha, du kommst nicht mehr mit. Er ist ins Wasser gefallen. Also nicht mehr unser Problem. Dass das Sumpfvolk überlebt hat. Was, infiziert und am Leben oder am Leben und kein Zombie? Kein Zombie. 100 zu 1. Klingt okay. Die Chance steht 100 zu 1. Klingt okay, ist aber nicht okay. Auf geht's. Ich glaube, die Chance steht eher schlechter, so 1 zu 1 Million oder so. Auf den Planken bleiben. Oh, eine Bratpfanne. Sehr schön, jetzt brate ich mir einen Zombie. Oh, Hunter, schon wieder. Alter, es sind echt viele Hunter unterwegs. Klonk, den habe ich mir gebraten. Den habe ich mir eindeutig in die Pfanne gehauen. Weiß jemand, wo es lang geht? Lade nach! Oh, Rohrbombe. Das freut er. Ich nehme doch wieder eine Axt mit. Sauber, Nick. Doch irgendwie ein bisschen cooler. Lade nach! Kopf ab, sag ich da nur. Kopf ab. Die Tabletten kann ich gebrauchen. Nehmen wir noch eine Pillendose mit. Und dann geht's weiter. Lade nach! Hier sind Waffen! Und Bams! Das war sein Schädel. Aber ich bin kein Fan von dieser Waffe. Die schießt mir persönlich einfach zu langsam. Also weiter durch den Sumpf. Was? Nicht die Krokodile füttern? What the fuck? Haben wir hier Krokodile? Rohrbombe! 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 Boah, das hat sich ja richtig gelohnt. Zwei Zombies. Das macht Mut, die haben Strom. Also dann, rein in den Schutzraum. Na komm, Nick, lauf. Pissbacke. Haha, uns gibt's noch. Wir sind sicher fürs Erste, aber boah, diesmal bin ich schlecht bei allgemeiner Abwehr. Und auch Superkiller bin ich nicht so besonders. Ja, liegt vielleicht dran, weil ich die Kampagne nicht so gern mag. Aber dafür bin ich Nahkämpfer mit den meisten Nahkampfkills. Aber es liegt auch dran, weil die KI einfach nie Nahkampf verwendet. Und weiter geht's. Hat hier einer einen Mückenspray? Ein Mückenspray, Rochelle? Wir sind hier in einer beschissenen Zombie-Apokalypse. Und du machst dir Gedanken über Mücken? Ich lade Schlimm. Nach. Und da treibt sie vorbei. Und wird irgendwann vom Krokodil gefressen. Aufpassen! Tank! Scheiße, und ich häng fest. Ich kann mich hier nicht wegbewegen.
Ach du Scheiße, ich bin irgendwie blöd in dem Boot hängen geblieben und konnte mich nicht wegbewegen. Kacke, verdammt. Also gut, auf ein neues. Immer ein bisschen nervig, wenn man sich nicht bewegen kann. Aber kann in dem Spiel halt schon mal passieren, dass man irgendwo stecken bleibt. Ich lade nach. Reloading! Lade nach. Ich kann mir nicht schauen. Warum zur Hölle schießt du auf mich? Yeah. Warum zur Hölle denn nicht? Lade nach. Können wir sicher brauchen. Okay, da ist eine Witch. Mir reicht der Schlamm jetzt. Verdammt, ich hab doch noch die Witch aufgeschreckt. Die Witch hat sie verletzt. Nächstes Mal lieber nicht an Stachel. Mach schon! Steh schon auf! Dr. Nick macht das schon. Danke, Dr. Hey, Nick. Vielen Dank. Schon nice. Viel besser. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, der hatte wohl nicht so viel Glück mit seinem Fallschirmabsprung. Aber dafür habe ich jetzt seine Waffe. Super. Lade nach. Lade nach. Nice. Greif mir ein Glas Kotze. Was sehe ich denn da? Sind wir denn hier bei der Forest? Was ist das? Brandmunition hier. Oh, Brandmunition. Nice, nice, nice. Oh ja. Will ja sonst noch jemand zünden? Nice. Lade nach! Lade nach! Ja, yeah, dieser Flug stand wohl unter keinem guten Stern. Aufpassen, wenn die Tür auf ist, geht der Alarm los. Ja, also dann machen wir doch die Tür auf. Alter, der ist voll daneben gesprungen, er hat mich trotzdem erwischt. Schade, die Brandmunition ist leider schon aufgebraucht. Ich dachte, ich heiz den Gegner jetzt endlich mal richtig ein. Naja, Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung. Weiter durch den Sumpf. Lade nach! Lade nach! Tank! Lade nach! Diesmal lief es doch deutlich besser für uns mit dem Tank. Lade nach!
So, nachladen. Jetzt bin ich auch bereit für die nächsten Zombie-Horden. Ich lade! Halt mal still. Die haben dich ja zugerichtet. Aber das wird schon. Ach du Scheiße, ich habe nur noch 3 Leben. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Durch und durch. Oh. Lade. Eine Kettensäge. Nice, nice, nice. Würde ich mal sagen, auf geht's zum Kettensägen-Massaker. Schön Holzfällerhütte hier. Ja, mal wieder eine Rohrbombe mit. Kann ja nicht schaden. Bams! Super Schuss! Es macht echt Spaß, die Gegner mit der Kettensäge zu zersägen. Schade, dass sie immer nur so wenig Benzin drin hat. Und jetzt. Ah, das macht Laune. Leute, ich hab da was. Dankeschön. Hunter, irgendwo. Zombies incoming, schnell, ich sehe den Schutzraum. Alle rein. Alle rein da. Na los. Ha, wir sind sicher. Boah, diesmal bin ich auch schon wieder ein bisschen besser in der allgemeinen Abwehr, aber Coach, du Tier, 96. Dafür habe ich den Tank mit Abstand am meisten Schaden zugefügt. Und auch als Witchjäger habe ich mich gut geeignet. Das ist übel. Scheiße, habe ich nicht geschafft. Ja, sie haben es wohl nicht geschafft. Gut für uns, noch mehr Zombies zum Zerlegen. Alter, ich bin gerade erst aus dem Schutzraum raus und schon enttankt. Das war's mit dir. Hier finden wir niemanden mehr. Ja, das glaube ich auch, dass wir hier niemanden mehr finden. Komm her, du Kotzbrocken. Scheiße, da war ein Blume. Da hinten läuft der Kotzbrocken, ich hab ihn doch gesehen. Ich muss laden! Lade! Aufpassen! Willst du? Haha, jetzt hab ich dich erwischt. Muss laden! Lade nach! Lade nach! Na Gott sei Dank! Oh, im Wasser läuft man immer so langsam, das ist doch furchtbar. Furchtbar ist es.
Durch das Haus. Jawohl, durch das Haus. Ich folge der Anweisung. Noch mehr Zombies zum Veraxten. Ja, noch mehr Zombies zum Veraxten. Das sehe ich genauso. Achtung! Helft dir nicht. Nein, Alice hat Charger getötet. Na gut, aber ich wollte dir helfen nicht. Hier, die Planke. Lade nach. Ach so, das ist eine Lampe und gar kein... Ich dachte, das ist so ein Benzintank. Lade. Witch! Lade! Lade nach! Eine Bitch! Ich lade nach. Lass einer die Planken runter. Ja, ich lass die Planken runter, aber das wird den Zombies nicht gefallen. Vorsicht! Hast du geschafft! Aber jetzt werden sie alle auf das Kotzgeschoss abfahren. Gut für mich. Für die Zombies. Ja, ich find's nice, dass wir hier über die Planken laufen können überhaupt. Da kann man echt viel schneller laufen. Oh! Haha, haben wir die Hütte ein bisschen zerlegt. Sehr nice. Oh, wir wurden mal nicht von dem Hunter angesprungen, sondern nicht. Ich muss sagen, mir gefällt diese Position immer und immer mehr. Schön, wenn es nicht immer nur mich erwischt. Alter, schon die nächste Horde. Was ist denn gerade los? Was geht denn hier ab? Lauter Zombie-Horden. Immer und immer mehr. Ja, das war klar, dass mich der Ding erwischt. Weiter, auf die Beine. Los jetzt. Ja, wieder auf die Beine. Na komm, los jetzt. Und ich werde direkt geheilt von Dr. Nick. Oh, und ich sollte vielleicht den Eck mal eine neue Waffe suchen. Meine Waffe ist schon ziemlich leer geschossen. Sehen meine Augen denn da? Ein Schutzraum. Das heißt auf jeden Fall Munition. Und eventuell auch neue Waffen. Oh ja, eine AK. Ja, auf jeden Fall eine neue Waffe. Die hat zwar kein schönes Laservisier, aber... Macht ja nichts. Ah, komm, geh rein, Nick. Hey, rein jetzt. Coach, Nick, los. Oh, das geht so dermaßen ab. Ja, das geht so dermaßen ab. Boah, Coach geht echt wieder voll ab. Dafür habe ich wieder dem Tank den meisten Schaden hinzugefügt. Und als Nahkämpfer habe ich mich natürlich auch gut betätigt, aber nun ja, mit der Kettensäge hat er auch Spaß gemacht. So, noch einmal Munition und dann geht's auch schon los. Lade. Ah. Russische AK-Power, wie ich's vermisst hab. Lade nach! Lade! Lade nach!
Ah, dieses wunderschön friedliche Städtchen. Und dann kommen die ganzen Zombies. Das war mal ein echt schöner Ort, bin ich mir sicher. Sing! Lade nach! Naja, besser Arm dran als Arm ab, würde ich mal sagen. Pech für den Zombie. Ja, aber natürlich. Na komm, Hilfe doch, Alice. Hättest du da nicht mit deinem Scharfschützgewehr drauf schießen können? Bitte, ich brauch sowieso nicht. Ja, ich weiß, du brauchst sowieso nicht. Ich lasse dich am Ende einfach sterben. Nein, er schießt natürlich mit den zwei Pistolen drauf, die er hat. Oh Mann, KI-Kollegen. Das Plantagenhaus. Das sieht man halt doch, im Koop-Modus ist das Spiel halt doch deutlich besser. Ich bin halt forever alone, ich kann halt nicht mehr mit Freunden spielen. Nein, ich hätte dieses Spiel am PC mit Freunden gespielt, aber es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Rufen Sie ein Boot zur Hilfe. Munition. Ja, aber mit Freuden werde ich mir ein Boot zur Hilfe rufen. Kann mich jemand hören? Lade nach! Hallo, wie geht's euch? Habt ihr schon eine Ewigkeit keine Frau mehr gehört? Was wollt ihr denn? Wir sind am Plantagenhaus. Alles klar. Rührt euch nicht vom Fleck. Ich komme jetzt. Ja, rührt euch nicht vom Fleck. Ja, Charger, das ging wohl nach hinten los. Lade nach. Der ist wohl in die falsche Wand gerannt. Jawohl, schweres Maschinengewehr-Action. Leider ist der Radius sehr begrenzt. Na komm, wo bist du, Spitter? Ich hab dich gesehen. Ja. Coach, du Viech. Eigentlich wollte ich dich gerade eliminieren. Naja, egal. Tod ist tot. Wer ihn jetzt getötet hat, ist im Endeffekt nicht ausschlaggebend. Ey, lass die Tür in Ruhe. Das war mal eine verdammt schöne Tür. Ja, Betonung auf war. So schön ist die mittlerweile nicht mehr. Nice, nice, nice. Muss laden. Na komm, wo bleibt das Boot? Ich habe nicht gefragt, wo der Tank bleibt. Ich wollte wissen, wo das Boot bleibt. Tank! Los, verballert das Ding! Autsch! Ah, das hat Schaden gemacht. Ich hätte nicht runterfallen dürfen. Lade nach! Das wird eine Weile reichen. Ja, apropos, er wird eine Weile reichen. Ich könnte mich eigentlich auch just for fun einfach verarzten. Halt, Leute, der muss mich verarzten. Denn wir haben hier noch ein paar Medipacks draußen stehen. Wozu der Geiz? Lade! Und fett! Nice. Lade nach. Was soll das denn? Lade nach. Bist du nur ein lausiger Schütze?
Ja, ich spiele halt als Frau, die können halt nicht schießen. Ja, das würde ich so pauschal nicht sagen. Da würde ich mich im Fall aller Fälle nicht drauf verlassen. Ah, die Waffe ist vorübergehend überhitzt und unbrauchbar. Na gut, dann sei überhitzt, du blöde Waffe. Ich lade nach. Hier ist ein Spinner. Smoker. Ja, die braucht wohl noch ein bisschen länger. Lade nach. Ach du Scheiße, der nächste lade. Tank. Und mir geht langsam die Munition aus. Ich sehe den Tank. Ach du Scheiße. Okay, Geronimo. Alter, was hat mich da gerade erwischt? Alter, zwei Tanks. Ich lade nach. Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme schon. Hilfst du oben, ich helfe unten. Ich trag dich doch nicht. Hoch jetzt. Hilfe ist hier. Einsteigen. Alle ins Rettungsboot. Na los. Ich sag's euch nur einmal. Let's go. Und Adrenalin rein und lauf. Na los, alle ins Boot. Ach, die legen sich da schon wieder mit einem Tank an. Da kann ich auch nichts machen. Ich hab überlebt, ich Kameradenschwein. Zum Gedenken an Coach Alice und Nick. Die einzige Frau hat überlebt. Gesamtzeitkampagne 30 Minuten, Schwierigkeitsgrad normal, Anzahl Neustarts 1. Ja, das war da, wo ich vor dem Tank in dem Boot hängen geblieben bin. Boah, ich war viermal außer Gefecht. Boah, das geht ja ab. Aber ich habe auch so das Gefühl, wenn man mit der KI spielt, ist man deutlich häufiger außer Gefecht, als wenn man mit echten Leuten spielt. Einfach weil die KI nicht so brauchbar ist. Ihr habt ja gesehen, im Normalfall wären wir jetzt alle schon ein bisschen weiter vorne gestanden und zum Boot gerannt. Ja, die KI halt nicht. Ah, aber ich habe mit einem Kill trotzdem die meisten Kills gemacht. Läuft. ...1264 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge Left 4 Dead 2. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, der Sumpf gefällt mir jetzt persönlich am wenigsten in dem Spiel. Aber wir haben es geschafft, mit einem Boot zu entkommen und darauf kommt's doch an. Also, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!